So, Test, Test, 1, 2, 3. Hauen uns hier ins 250er direkt, Laidback noch rein. Sarator ist Emre, moin. Keine Ahnung, ob ich das Check Jam oder nur Call? Ah, das wird immer schlechter. Immer schlechter. Gar nichts mehr.
Tag, Rommel. Gut, dass ich den schönen Turn an und den schlechten River. So schade. So schade. So schade. Morty, Servus. Hallöchen, Popöchen. Oh, Story müssen wir noch machen. So Leute, wir sind live, wir sind überpünktlich. Und seit 11 eigentlich schon da, komm vorbei, los geht's. Erstmal ein bisschen wach werden hier noch. Er min-re-raised pre-flop und jammt einfach flop. Eigentlich hat er Asse. Eigentlich hat er Asse. Problem ist, wenn er Buben hatte, dann klaut er uns die Outs. Ah, wir brauchen eine Hand. Wie zum Geier viel bettet er das denn noch? Schade. Wir gehen nochmal rein, 50 BB ist close, aber ich denke es passt. Hier ist egal, was passiert. Wir müssen callen jetzt. Wir sind committed. Ass 2 reicht auf jeden Fall aus.
Maybe. Maybe, maybe. Call me maybe. Ja, wenn er so hoch eröffnet, ist es besser zu jammen, statt nur zu callen. Weil wir sonst halt out of position spielen müssen und mit der Hand eine schlechte Spielbarkeit haben. Sie aber generell gegen voll viele Hände, die er eröffnet, sogar vorne ist. Okay, pop it up. Merit, moin, Zeta, moin. Schade, sonst hätte ich das nehmen können. Genau, ja, Sensinio. Ich spiele morgen 1A und dann schaue ich. Nicht mal was gegessen heute, schon einen sauren Magen, ey. Betrug. Nacht Ninja. Ah, erstmal, was für Binds spielst du ja auch kleine, nur so $200. Du siehst hier alles von. Alles zwischen $15 bis 250 circa. Heute. In sonntags, dann halt auch noch die 500er und die 300er und manchmal die 1000er. Aber es ist nicht alles Eigeninvest. Gerade sonntags nicht. Guten Morgen, Dustin. Du bist auch ein Frühaufsteher, sehe ich immer. Du gehst immer relativ früh auch mit deinem TikTok live und so. Echt sick, ey. Gucken da überhaupt genug Leute zu, so früh? Weiß nicht, was ist deine Zielgruppe eigentlich? Ist es nicht eher Schüler, gell? Aber gucken da halt aus der Schule zu. Ist auch nicht verwerflich. Also du weißt es bestimmt besser. Interessiert mich echt nur. So, ob das. Ich sehe immer wieder, ja, ich bin 10:30 Uhr live, ich bin 11:30 Uhr live. Oder hast du es bestimmt mal getestet, oder? So. Zuschauerzahlen, zielgruppentechnisch auch, welche Zeit am besten ist. Ich weiß auch zum Beispiel hier, man könnte denken, oh ja, morgens, das ist ja eigentlich auch vielleicht eine schlechte Zeit, aber man muss halt immer auf die Umstände gucken und zum Beispiel morgens ist voll geil, dass praktisch erstmal ist basically keine Konkurrenz vorhanden und zweitens ist es so, dass zwar vom Ding her abends die Leute Feierabend haben und deswegen denkt man, oh, dann gucken die zu. Aber es ist so, dass die Leute genauso mittlerweile durch Covid und so hat sich das ja alles verändert, im Homeoffice einfach nebenher offen haben und da auch super viel zugucken können. Ja, schöner wird es wahrscheinlich kaum. Wir müssen unser kleines bisschen Fold Equity noch nutzen. Und einfach eine Hand, die auch sehr viel Equity hat, generell, falls wir gecallt werden, einfach nehmen, denke ich, hier mit 5. Sind ja auch nur 6 Leute hinter uns statt 7. Genau. Big Blind waking up.
GG. Gucken wir es mal nur kurz nach, ob das passt, aber ich denke ziemlich sicher, dass es passt. Just to be sure. Genau, viele können im Homeoffice zugucken, was hätte ich gesagt? Wenig Konkurrenz und ja, das waren eigentlich die Argumente. Hast du vor nach Vegas dieses Jahr? Ja, Vegas ist schon gebucht. Vegas ist schon alles gebucht. Main Event wird gespielt. Vom 2. bis zum 16. bin ich dort. So ein schönes Set, auch gerade der Anfang. Wenn die Session starten, so richtig so uplifting Chill Step Beats, ey, es ist so nice. Ausrufezeichen Playlist in den Chat und das allerletzte in der Playlist ganz unten ist dieser 12 Stunden Copyright Free Set Mix, was auch immer. Oh, voll schade. Rommel, hey Q, weißt du vielleicht noch, als ich hier im Chat mich mal geklagt oder beklagt habe, dass ich nur am Verlieren bin und so? Du hast mir damals gesagt, ich sollte einfach mal Abstand zum Poker nehmen. Ich bin deinem Rat gefolgt und circa 2 Wochen gar nicht gespielt und oder verfolgt habe. Ah, da kann man nur begrenzt schreiben. Jetzt muss der Rest vom Satz noch kommen. Der Rest vom Fest. Ist interessant, hier noch raisen wollen. Einfach jam. Ich denke, EP Range callt er genug. Jam einfach. Lag hier noch zu weit weg vom Geld, um da irgendwie Hoffnung zu machen. Okay, bis jetzt läuft es noch nicht so rund. Not so super round. Could be better. Not so super round. Die zwei Late Drakes sind gebrickt. Alles klar, ich mache spontan. Kann sein, dass mich eine Freundin übers Wochenende besuchen kommt. Spiele ich heute Abend das Classic Freezer, bin eine Woche nicht im Casino. Ansonsten bin ich am Freitag auch dann überlegen, ob ich das Main Event spiele oder abends oder das Satellite nochmal. Ja, das Satellite ist ja auch eine gute Möglichkeit. Es ist ja nur, glaube ich, 60 Euro kostet. Morgen tatsächlich Hausfrauen und Studenten. Aber die Frauen kommen egal. Ah, das denn. Ah, das denn. Stimmt, bei dir gleiches System. Alter, jetzt laufen wir da auch rein, so wie es aussieht.
Ich raise preflop. Wette flop. Check turn. Block halt auch die Bluffs. Die Queen kann auch manchmal bluffen, denke ich. Ja, fold Queens. Oh mein Goodness! Oh mein Gott, wenn die gewinnen, kotze ich im Strahl. Wie callen denn die zwei dahinter noch? Oh mein fucking Gott! Was für eine vercrackte Scheiße, Alter. Das ist ja schon wieder komplett asozial. Also besser kann ich es ja in dem Szenario nicht reinkriegen. Das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank. Gut, wir haben einen neuen verrückten Clip, aber das war wirklich Hundescheiße. Fuck me, Alter. Die zwei dahinter, das ist das Kranke. Standard Jam von Anne de Gun. Under the Gun All In, mittlere Position Call, er callt am Button King Queen und er callt am Small Blind auch noch King Queen. Das ist eigentlich eher das Kranke, wie die da beide hinten reinkallen und dann sind wir so vorne und verlieren. Ist das insane. Ja, das ist, da siehst du mal, Dustin, muss ich auch sagen, das ist mir in letzter Zeit auch klar geworden und hat mich natürlich sehr, sehr glücklich auch gemacht im Sinne von wie unfassbar wertvoll Twitch-Reichweite eigentlich ist. So. Weil da haben auch ich weiß nicht, wer darüber geredet hat. Ich habe irgendeinen YouTuber, ich glaube den Dave, so, ist ja mega erfolgreicher YouTuber, hat über das Thema geredet, Vergleich zu von seinem YouTube zu streamen. Und hat dann praktisch auch die Streamer in hohen Tönen gelobt, weil muss halt überlegen, so, er macht halt super, oder diese YouTuber machen halt super vorbereiteten, geplanten Content und kriegen natürlich auch dafür ihre Anerkennung und ihren Respekt. Aber hat er halt gesagt, die Schwierigkeit ist halt erstmal, oder der Punkt ist halt, wie brutal schwierig das ist, erstmal in einem Livestream zu entertainen. Und dann ist aber der Punkt noch zusätzlich, dass praktisch, es sind so viel, und das hat mir so ein bisschen die Augen auch geöffnet und natürlich mich auch stolz gemacht, aber dass es praktisch so viel, einen so viel höheren Wert hat, weil praktisch dir in einem Livestream die Leute halt einfach wegen deinem fucking Charakter zugucken, größtenteils. Bei mir natürlich nur, weil ich gut Poker spiele und sonst nichts. Mein Charakter ist ein Haufen Scheiße. nur um das mal klarzustellen. Nee, Spaß beiseite. Und das praktisch, das auch zu viel mehr Wert in Bezug halt, weil wenn jemand praktisch dich wegen deinem Charakter schaut, dann hast du natürlich auch eine viel größere Werbewirkung und das Ganze. So, weil, keine Ahnung, zum Beispiel bei einem Montana Black, keine Ahnung, die Leute kaufen jetzt nicht sein Merch, weil der besonders krass modischen Merch hat, sondern weil die den halt als Person feiern, so. Und das ist halt ein riesen, riesen Ding, so. Und ja, deswegen ist halt auch, keine Ahnung, 200 Twitch-Zuschauer sind halt ultra viel wert im Vergleich zu, keine Ahnung, 200 YouTube-Abonnenten natürlich. Ist natürlich auch, klar, ist ja auch der Durchlauf, das ist ja auch ein durchschnittlicher, das ist ja auch wenn 200 durchschnittlich zuschauen, ist es ja geisteskrank, weil du ja, durchgängig Leute weggehen und neue kommen.
Ja, das ist nicht so gut. Aber man sieht das natürlich auch, man sieht das natürlich auch an den Views dann so. Ich sehe so, ich habe im Schnitt in letzter Zeit so 200 durchschnittliche Zuschauer, manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger vielleicht, weil es ist relativ bei der Zahl gerade. Und dann habe ich natürlich am Ende, wenn ich 6 Stunden streame, habe ich halt 4000 Aufrufe oder so. Das ist natürlich dann Punkt. Smiley Meyer, vielen Dank für 34 Monate. Danke für die Treue. Fast 3 Jahre haben wir voll. Nice. Real Talk, gute Laune und Motivation für den Tag und Shows. Das ist ein Leben, Alter. Live gehen, um anderen Leuten gute Laune und Motivation für den Tag mitzugeben. Geisteskrank. In Deutschland, in Österreich darf man unbegrenzt Tische spielen. Hier viele Hypers gerade mit reingenommen, weil wir fast keine Tische gerade haben, sonst. Achim. Schmutz. Fucking hell, Alter. Immer Straße links, rechts, Übersteiger. So, jetzt bauen die Chance. Ja, Mann. Ja, drittes Jahr Vegas für mich jetzt. Drittes Mal in 4 Jahren. Ein Jahr Pause gemacht. Komm, leg den Buben hin. Komm, leg den Buben hin. Ist okay. Leg den Buben hin. Leg die 9 hin. Okay. Wenigstens Sideboard gegen ihn. Ist okay. Ist okay. Was macht er da? Min-Raisen. Auch gleich all in gehen. So. Ja, auf jeden Fall ein interessantes Thema. Also ich wollte dich keineswegs das schlecht machen. Du hast ja jetzt auch echt schon richtig gute Zuschauerzahlen langsam. Es ist auch natürlich viel Konstanz so. Ohne Consistency ist Streaming halt auch Quatsch so. Du musst natürlich, ich merke es immer beim Algorithmus, wenn ich eine Woche weg war, dann dauert es erstmal wieder so ein, 2 Tage, bis ich auf die Zuschauerzahlen komme, die ich eigentlich habe. Weil einfach die Leute erstmal wieder checken müssen, hey, ich bin wieder da. Der Algorithmus muss mich erstmal wieder aufpicken, dass die Leute mich gerne gucken. Und dann auch an andere Poker-Interessierte sozusagen weiterleiten. Ural, Alter. Da bin ich wohl Ural gefickt worden gerade. Ich war damals von $300 Bankroll auf 40 runter. In der Zeit habe ich mein Verhalten analysiert und überdacht, mir meine Hände angeschaut und zum Schluss gekommen, dass ich einfach schlecht. Es wäre lustig, wenn du geschrieben hättest, dass ich einfach schlecht bin. Dass ich einfach schlecht bin. Das ist wahrscheinlich das, was ich am allerseltensten gehört habe, muss ich sagen. Dass jemand einfach gesagt hat, ja, also ich habe mein Spiel analysiert und ich bin darauf gekommen, dass ich einfach scheiße Poker spiele. Und dann habe ich dran angefangen zu arbeiten. Das wäre geil. Okay, schlecht gerannt bin und zu teuer für meine Bankroll gespielt habe. Okay, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Einsicht. Das ist immer eine gute Einsicht. Meistens, wenn es nicht läuft, ist es auch egal, ob das daran liegt, ob ihr auf dem Limit Winning seid oder nicht. Es ist nie schlecht, trotzdem einfach im Limit erstmal runterzugehen. Ah, Straße. So, das habe ich früher immer gemacht, weil es ist automatisch so, wenn es euch belastet, dass ihr schlecht runnt, dann werdet ihr automatisch, wird eure Mentalität, ah, perfekt, Split schon wieder. So soll's, es ist ja eine Riesenvarianz vorhanden. Deswegen, du hast jetzt halt,
Das war, ist auch lucky, dass du direkt danach so ein Ding schippst. So, das darfst du auch nicht vergessen. Nur um dir die richtige. Nicht ums schlecht zu reden, sondern wirklich nur um dir eine realistische Erwartungshaltung mitzugeben. So, oder eine richtige realistische Betrachtungsweise. So. Natürlich kann das locker der. Das jammen wir nur, weil es dir dort. Wobei das auch fast so ein Jam, glaube ich. Natürlich will ich dir. Natürlich kann es der Swing sein, der dir das Geld wieder zurückgibt, weil du eigentlich das Limit schlägst. Natürlich, selbstverständlich. Aber es ist natürlich trotzdem lucky, weil es dann direkt eins zu shippen. So. Brauch ein Taschentuch. Nach Ninja. Ich kenne dich zwar erst seit gestern, aber Thema Charakter. Ah, Leute. So. Ach dir, ich bin dir sehr dankbar für das eigentlich sehr nette Kompliment, aber lass uns versuchen, nicht mit anderen zu vergleichen, so. Vor allem auch nicht, das, also es ist für mich irrelevant, so, weißt? So, es ist. Es reicht ja, wenn du einfach mich gerne schaust und es gut findest, was ich mache. Und das hat ja mit jemand, mit eigentlich mit anderen Leuten gar nichts zu tun, so. So unabhängig, wie du andere findest, findest du gut das, was ich mache, das ist nice so. Und dafür nehme ich natürlich auch sehr gerne ein Kompliment an. Ich danke dir. So, mal callen. Gebe ich dir recht, vor allem die Bindung zu den Chancen ist wichtig bei den Livestreams und Menschen mit krassen Charakter haben die meist, den meisten Erfolg. Ja, sowieso, klar. Ist definitiv auch Übung, wie man mit dem Chat umgeht und alles. Das gehört auf jeden Fall auch dazu. Hier ist es interessant, welches Sizing. Ich glaube, ich sollte eher halben Pot nehmen, das wäre besser, statt jetzt gerade groß. Bisschen unaufmerksam gerade. EQ, benutzt eigentlich das Smart HUD für dein Decision Making. Also erstmal gucke ich immer, wie hoch die Sample Size ist. Es ist schon wichtig, dass irgendwie mindestens 100 Hände eigentlich sind. Und selbst das ist sehr, kann sehr von der Turnierphase abhängen, wie zuverlässig das ist. Weil, keine Ahnung, wenn jemand dann Chipleader ist über sehr lange Zeit, natürlich spielt er viele Hände. So. Genau, aber sonst eben halt, ja, ein bisschen davon abhängig machen, halt zu gucken, eröffnet er genug, so eröffnet er viel, dann kann ich ein bisschen Loser Bluff 3 betten. Ist er generell passiv. Dann muss ich aufpassen, wenn er backplayt und dann auf einmal selber bettet. Ja, wie viel Bluff 3 bettet er? Hat er überhaupt Bluffs? Wenn er super wenig Bluff 3 bettet, dann brauche ich halt auch nichts Bluff 4 betten oder so. Ganz simple Gedanken. Solange es funktioniert, dann geht's weiter. Ja, ist nice. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein, Internet schon wieder down. Scheiße, bin ich rausgeflogen. Ja, aber ich bin wohl rausgeflogen. Ne, ich habe 3 BB. Scheiße. Das ist passiert. Irgendwas scheint problematisch zu sein in letzter Zeit hier mit dem E-Net. Dem Internet so. Kale Jürgen. Aber das Sicke ist, es ist nicht komplett. Ich muss nicht neu starten und die 4 Minuten Delay durchlaufen lassen, sondern es ist direkt wieder da immer und bei YouTube sowieso gar kein Abbruch. Deswegen ist es eigentlich ziemlich nice. Zumindest was YouTube angeht.
Moin Speed. Ah, auf YouTube. Jetzt überträgt YouTube wieder nicht. Das ist manchmal so scheiße. Wir bleiben dran. Ja, ist echt ein interessantes Thema. Ich war generell, wenn ich dich so analysieren müsste, Dustin, ist vielleicht auch für dich interessant, für Reflexion und so. Scheiße, der war übel tight. Ah, der war auch Sit-out. Guck, das ist zum Beispiel jetzt wieder so ein Punkt. Es sind erstmal nur 24 Hände und der war, glaube ich, keine Ahnung, 10 Hände Sit-out oder so davon. Natürlich ist der tight. Deswegen, ja, das ist basically 50% müssen noch raus. Ass 9 ist auf jeden Fall, müssen wir nehmen. Er hat King Queen, King Jack, Queen Jack, King 10, so. Dass er jetzt 9 hat, ist Pech so. Hat wahrscheinlich auch viele suited Asse, die schlechter sind. Also Ass 2 suited bis Ass 8 suited. Scheiße, Eule, ich mag Folded, ey. Hätte, hätte Fahrradkette. Nee, das ist Quatsch. Ist alles gut. Ich glaube, jetzt müssen wir Any2 nehmen, sonst werden wir durch die Ante runtergeblindet. Wenn ich dich analysieren müsste, was heißt analysieren? So, ich glaube, in der Stage, wo du noch bist, Dustin ist so, du musst noch voll viel ausprobieren und gucken, was der Content ist, der wirklich geil funktioniert für dich als Livestream. Würde ich jetzt mal sagen, so generell Einschätzung. Und ja, ist wahrscheinlich sehr interessant, so in welche Richtung es noch sich entwickelt. Ich glaube, das mit den Shows ist wahrscheinlich ziemlich gut. Das passt zu dir, dass du immer wieder so Shows mitmachst und die vielleicht auch selber machst. Also so viel habe ich jetzt auch nicht reingeschaut, dass ich mich da jetzt genau auskenne, was du da jetzt genau machst. Herzilein. Genau. Generell, Motivation ist wahrscheinlich auch gut, weil du wahrscheinlich auch ein guter Motivator bist. Da kann man dann wahrscheinlich noch sehr, sehr viel verknüpfen und einbinden. Muss man sich mal kreativ Brainstorming zusammensetzen und so und mal gucken, was da alles noch geht bei dir, was man alles ausprobieren kann. Schade, nicht mal vorne, ey, gegen Any2 Range. It? Ah, das ist schlecht. Das ist schlecht. Mann, Mann, Mann. No comeback for me. Ja, aber auch gerade zum Beispiel bei solchen Aussagen ist es, soll es gelernt sein, wie man darauf richtig eingeht, so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schon wieder Internet weg. Jetzt wird's langsam richtig nervig. Fuck. Fängt sich immer wieder. Keine Ahnung. Ist die Frage, ob ich dreimal bette mit der Hand wahrscheinlich. Scheiße, jetzt. Meine Freundin ist auch im Meeting. Boah, ich muss kurz an die Tür. Ah, die geht. Gut. Die 8 ist interessant. Bock auch ein bisschen die Straße.
Nicht raisen, bitte nicht raisen. Hab einfach König 9 und Call. Eigentlich jetzt sollte er wahrscheinlich nicht mehr raisen, nachdem er so lange überlegt hat. Wahrscheinlich wirklich 7 oder eine 9. Nice. Nice Scheiß. So, 9 nach, das nächste. Ja, diese Internetabbrüche, das ist wirklich, das ist furchtbar. Ihr müsst überlegen, so. Also, ich verstehe das auch, dass dann, wenn dann das sitzt, dass man dann wegschellt, so. Und ich sehe es ja auch an den Zahlen, so. Das ist auch gestern war es ja schon. Das ist jedes Mal gefühlt, ist einfach sofort die Hälfte der Zuschauer weg, so. Wir hatten schon 100 Zuschauer, zack. Jetzt gucke ich auf die Zahl, jetzt ist es nur 50. Das ist echt scheiße. Sehr, sehr scheiße. Naja, gleich erstmal Pause und gucken. Bin ja ab morgen erstmal in Salzburg. Dann nächste Woche dann auch, glaube ich, relativ bald dann in Österreich wieder. Für eine Woche. Und dann geht es auch schon wieder ins Casino Asch. Vielleicht schaue ich noch in Liechtenstein vorbei. Schauen wir mal. Vielleicht Anfang der Woche vielleicht hier nochmal streamen und dann gucken wir mal, ob man das nächste Woche schon besser ist. Ja. Du musst es so sehen, Dustin, oder zumindest sehe ich das immer so, dass du praktisch die Zeit, wo du jetzt investierst und Sachen ausprobierst und dadurch Sachen auch nicht funktionieren, nicht so gut ankommen, du jetzt nicht so gute Zuschauerzahlen hast und so. Also wenn er ein bisschen sich mit Theorie auseinandersetzt, ich glaube, er sollte halt Pocket 4er schon gar nicht mehr raisen. Das heißt, er raised halt 5er, 6er. Wir haben keine Fold Equity mehr. Ich glaube, wir müssen folden. Praktisch genau die Zeit, die du investierst, die Versuche, wo es alles nicht klappt, wo du nicht so viel Zuschauer hast, das ist alles ein Investment auch darin, das zu finden, was wirklich gut funktioniert, wo du dann richtig abräumen kannst. Das ist im Endeffekt wie mit Poker sozusagen. Oder würde ich sagen, es fühlt sich ein bisschen so an, so. Die Zeit, wo du natürlich nicht spielst, machst du kein Geld, aber du investierst sie in Study, um besser zu werden und hinten raus einen umso höheren Erwartungswert zu generieren und umso mehr Geld zu machen. Genau. Hey, Michael, servus. Ist noch krank zu Hause? Oder was ist der Stand? Noch krank. Okay, kurzer Break, Kaffee, Essen. Bis gleich. Oh, und da genau, Michael, für. Oh, du bist auch schon 42 Monate dabei. Geisteskrank. 3,5 Jahre. Holy shit. Danke dir. Bis gleich.
So. Nimmst du uns mit Vlogs mit? Ja, eigentlich bei ich versuch's bei jedem Live-Event. Jetzt in Salzburg auf jeden Fall und Vegas auch sowieso. Ja. Ist einfach zu geiler Content auch, um den liegen zu lassen. Snacken wir mal ein bisschen hier. Anscheinend, meine Freundin hat auch Internetprobleme. Sitzt im Homeoffice. Da hat mich auch gerade von sich aus gefragt sogar. Scheint wohl Probleme zu geben in den letzten Tagen. In der Region. Vielleicht auch nur in der Straße. You never know. Ach, hier dieses Min-Raise im Small Blind, das ist einfach kein Ding, Leute. Hört auf, das zu machen. Ihr verballert nur Equity. Wenn ihr da Raise foldet. Nicht Cold Callen, Alter. Fat Boy Schreck, Alter. Basie. Oh, nicht tanken mit Ace King. Außer er trappt hier Aces und Kings, hat er halt nie eine bessere Hand wie Ace Queen, die er hier flat callt. Weil Ace King wird er immer selbst 3-betten. Und, je nachdem, wie man es definiert. Und zum Beispiel wahrscheinlich Pocket Boom aufwärts auch. Das heißt, seine besten zwei Hände sind Ass Dame und Pocket Zehner. Und alle anderen besseren Hände wird er immer 3-betten. So, klar kann er da vielleicht auch mal Pocket Zehner reinballern, aber. Als Dame ist halt niemals ein Ding. Für 80 vor allem, für 80 Big Blinds ist ja crazy. So, hier mit der Hand denke ich frequentiell zwei Optionen: Flat Call oder 3-Bet. Beides in Ordnung. Mit dem bisschen größeren Sizing Flat Call ich mal eher. Weiß eigentlich, whatever welches sei. Es macht fast keinen Unterschied. Ja. Ich denke, vom Sizing sollte man es hier nicht abhängig machen.
Ohne Herz, Clara Fold. Q-Pokey! Q-Pokey! Q... Wir schreiben. Q-Pokey! Hallo! Und nochmal! Q-Pokey! Gibt's ein Gift dazu? Machen wir mal das hier. Pokey. Gib kein GIF, kein gutes. Bist du lieber online oder live? Kam schon auf die Frage. Antwort ist immer noch gleich. Weil kann sich ja verändern. Wenn ich mich entscheiden müsste für immer live und für immer online, würde ich wahrscheinlich mich für immer online entscheiden. Einfach aus dem Grund, dass so, ich feiere es extrem, ab und zu live zu spielen. Macht mir mega Spaß. Bin auch gesellschaftlicher Mensch und ich liebe diese Tischdynamik und alles. Aber so nach zwei, ich habe es halt in Vegas gemerkt, wenn ich 2 Wochen am Stück Live-Poker spiele, dann hängt es mir so geisteskrank zum Hals raus irgendwann. Also das geht wirklich fast, vielleicht, und letztes Mal Vegas war echt nice und ich habe mich nicht überspielt, ich habe genug Pausentage gemacht und alles. Und trotzdem geht es dann jedes Mal in so eine Richtung Burnout gefühlt. Und nach 2 Wochen Live-Poker irgendwie am Stück oder wo ich jeden zweiten Tag live spiele oder so, brauche ich erstmal eine Woche Pause. Weil es einfach, finde ich, so viel anstrengender ist, einfach dieses, die ganze Zeit zu reden, Leute um sich rum zu haben, den Ort wechseln zu müssen, weil du bist nicht in deiner gewohnten Umgebung, kannst auch nicht dein, es ist vor allem auch, du kannst nicht deinen Routinen nachgehen. Vielleicht wäre es auch nochmal anders, wenn ich jetzt, keine Ahnung, gerade in Dornbirn einfach so mein geregelter Alltag wäre, jeden Abend ins Casino Bregenz zu gehen und da einfach routiniert. Ich kann immer, ich bin dann immer zu Hause, ich habe meine 4 Wände, ich kann meinen Sport machen und ich gehe halt jeden Abend Live-Poker spielen im Casino Bregenz. So, dann, das wäre vielleicht nochmal was anderes, weil ich dann so die Umstände alle nochmal einen Ticken besser wären. Aber sonst generell, ja. Für mich eher grenzwertig. Boah, das ist so shit. Das ist richtig shit. Weil er hat eine Under the Gun Range und er dreibettet ihn. Das ist halt so underbluffed. Er hat auch über 100 Hände fast nichts gedreibettet bis jetzt. Und dann noch in der Position, wo es extrem stark ist. Das, meine lieben Freunde, holen wir. Andere hat auch gefoldet. Hier King 6 im Small Blind, klarer Jam. 125er. Gold ist Gold. Ah, oh, das ist hier richtig in hier. Gerade ein Tisch zu viel, deswegen etwas überlappend am Spielen. Muss man noch zu Ende essen hier, meine kleine Mini-Bowl.
Perfekt, vollgesaut. Wisst ihr, was das Beste daran ist? Das sieht aus wie Kacke. Sieht aus wie ein kleiner Scheißbollen auf dem der Jacke, auf dem Pulli. Ich hasse diese Titan-Drecksnitz, wirklich. Checkt er den Flopback mit Top Hair, Alter? Ich glaube, ich spinne. Kriegt von so viel Value und checkt den Flopback. Und ich value-bette dann die schlechtere Hand. Aber ich fressen Basen, Alter. Fressen Basie. Noch. Wenn wir es jetzt durchholen, schaffen wir es, aber das ist halt Quatsch mit Sosi, denke ich. Nice. Hier, Cut-off. Treibe Jam. So. Snacks erledigt. Nein, nein, es ging gar nicht um die Öfte der Antwort. Ich weiß, es ist ja völlig normal, dass Fragen öfters kommen und dass ihr das gar nicht wissen könnt, dass sie schon mal da war. Ich bin nur darauf eingegangen, weil sich ja eben die Antwort manchmal ändern kann. Also gar kein Thema, gar kein Stress. Ja, Up and Downs gehören sind völlig normal beim Pokern. Up and Down all around gehört dazu. Scheiße, es ist ein großes Race, ey. Oh Mann. Ist definitiv theoretisch ein Overfold, wenn ich da, glaube ich, direkt folde meine Hand, aber. Ich glaube, mit dem großen Size macht er meine Hand schon relativ indifferent. Und denke, wenn man gegen den Spielertyp ein bisschen overfoldet, ist es nicht ganz so schlimm.
So in der Bowl drin. Das ist einfach. Ich hatte das mal auch im Vlog gezeigt. Das ist so High Protein Peanut Bowl. Also einfach so Pulver mit heißem Wasser. 2 Minuten quellen lassen und dann kannst du das essen. Das ist halt so. So, glaube ich, so ein bisschen Haferflocken, ein bisschen. So ein bisschen Nüsse, ein bisschen Schokochips noch dazu. High Protein, was auch immer das wieder bedeutet. Ja, ist eigentlich geil so für morgens. Ich bin kein großer Esser morgens. Kann das einfach nicht. Das ist zum Beispiel ein Spot, wo ich glaube ich fast any two lead jammen muss. Weil er immer callt. Er muss eigentlich am Flop immer callen. Selbst wenn er nur Ass hoch hat. Selbst wenn er hier Ass 2 hat und ich all in gehe, muss er auf so einem Board callen. Weil ich kann jeden. Ich kann jedes 8-9, jeden Flush Draw all in gehen. Und das sind einfach Hände, gegen die er mindestens 50-50 hat und mit den Pot Odds halt immer vorne ist. Deswegen. Ja. Also eigentlich kann ich den Flop einfach all in gehen. Sind wir schon wieder hier? 4 vorm Geld müssen wir, glaube ich, sogar folden. Very interesting. Hey, nice. Ja, klar, Jam. Hey, Snap Call. Okay. Bing, bing, bong. Bing, bing, bong. Nice. Guten Morgen und viel Erfolg. Eine Frage hätte ich doch. Habe seit einigen Tagen ein Abo bei Cheat Your Wizard für MTT. Finde es wirklich klasse, was man da machen kann. Hoffentlich über meinen Link. Sonst werde ich diese Frage nicht beantworten. Nein, Spaß. Das ist leider, was man da machen kann. Nun zur Frage, wenn doch fast keiner GTO spielt, ich spiele momentan noch Mikro, warum sollte man GTO verinnerlichen und wie weiche ich dann davon ab im Turnier? Ist eine sehr gute Frage. Problem ist, dass die Antwort meist darauf eigentlich schon ein bisschen tiefer ist. Okay, ich schau mal, gerade habe ich keine Hand. Ich muss auch gucken, weißt du, dass ich nicht zu arg abgelenkt bin jetzt wieder von einer super komplexen Antwort auf eine Frage. Also, generell ist es so. Okay, Moment, bevor ich jetzt hier mega aushole. Eins meiner letzten YouTube-Videos, das Thema Neustart. Da kläre ich. Oder Pokermythen? Nee, genau, Pokermythen, das ist es. Pokermythen. Mein, was ist das? Zweitletztes Video auf YouTube. Schau dir das mal an. Weil das ist genau, was du beschreibst, ist einer der Mythen eigentlich. Man kann GTO im Live-Poker oder auf niedrigen Limits ja gar nicht anwenden. Und dann erkläre ich auch warum. Kommt der Sache schon relativ nah, was du da fragst. Und. Ist da beantwortet, wie man davon abweicht? Ja gut, das ist auch schwierig zu sagen, weil wie gesagt, GTO ist die Basis und davon abweichen ist halt Wissen und Wirtschaftslehre auskennst. Wer das studiert hat, hat es halt wesentlich leichter. Oder sich damit ein bisschen auskennen, weil es ist praktisch,
Ich hatte das im Studium und da haben wir was behandelt, das hieß Nash-Gleichgewicht. Also praktisch das. Da gibt es auch einen Film dazu, fällt mir gerade ein. Praktisch mehrere Parteien spielen ein Spiel oder eine Situation auch im Leben. Ich glaube, in dem Film wurde das dann mit einer Situation beschrieben, wo Männer in einer Bar versuchen, Frauen zu erobern. Das ist eigentlich ganz nice gemacht in dem Film. Und es geht darum, nicht nur für einen die optimale Lösung zu finden, sondern für alle Beteiligten. So. Und dann praktisch, das ist praktisch das Optimalgleichgewicht. Und das Gleiche ist im Endeffekt beim Pokern so. Dass praktisch, da jeder ja die Möglichkeit hat, eigene Entscheidungen zu finden, zu treffen. Und ja, jeder das Beste für sich will, kann man natürlich gucken, okay, wenn jetzt jeder das Beste für sich will, was wäre die Entscheidung oder wie müsste sich jeder entscheiden, dass er dann am Ende den meisten Output hat. Und genau das ist im Endeffekt das, was GTO beschreibt. Gut. Er hat entweder Aces oder er hat so eine Hand wie Ass, Bube in Herz zum Beispiel. Das ist sehr interessant. Ass, Bube in Herz, Ass, Dame in Herz. Kings wird er wahrscheinlich Preflop jammen. Was hat er da? Er Cold Called es. Also er hat Ass Dame in Herz oder Karo. Also er hat entweder einen Flush oder er hat einen Busted Flush oder er hat Aces. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe eine Calling Hand. Ja, der Typ ist halt einfach scheiße, muss ich sagen. Der ist einfach schlecht. Wie will er da. Raise under the gun, 3-Bit MP und er Cold Called Achter im Big Blind mit irgendwie was hatte er? Er hatte ja nur 30 BB oder 35. Ist ja nicht so, dass er dann das auf einmal profitabel spielt. Hier sacken wir aus. Also, dass ich hier verliere, ist fein, aber gegen Achter ist halt ridiculous, weil er sollte nie Achter haben. Komisch. Naja. Genau. Und das ist das. Du sollst GTO lernen, weil dann kannst du die Basis. Und dann musst du natürlich lernen, okay, was ist, wenn der andere vom Gleichgewicht abweicht? Was ist meine optimale Strategie, auch vom Gleichgewicht abzuweichen? So. Und das ist natürlich ein Learning. So. Das sind aber ganz oft ganz simple Gedanken, zum Beispiel, okay, der Gegner sollte in GTO 9% seiner gesamten Hände 3-betten. Er 3-bettet aber nur 5%. Das bedeutet, er hat eine stärkere Range. Und wenn er nicht genug 3-bettet, dann darf ich nicht mehr so viel 4-bet bluffen. So. Oder dann sollte ich seine 3-Bets nicht mehr so loose callen, wie in GTO das steht. So. Sagen wir, GTO sagt, ich sollte seine 3-Bets callen mit König 9 suited und alle besseren Könige. Er 3-bettet jetzt aber zu wenig. Das heißt, ich call jetzt nur noch König Bube suited und alle besseren Könige. So funktioniert das ungefähr mit dem Anpassen. Ach man, dieses dreckige Internet.
Okay, wir sind wieder da. Haben hier gerade Ace King gegen Achter gegen ihn verloren, leider. Ja, keine Ahnung, Leute. Es tut mir mega leid. Das ist furchtbar mit dem Internet. Ich weiß nicht, was da los ist. Scheint sich wahrscheinlich heute immer wieder abzukacken. Ich hoffe, die Antwort kam trotzdem durch. Violence, danke für deine 5 Monate. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich mich überhaupt bedankt habe bis jetzt. Danke dir. Willkommen zurück, Violence. Buddy. My body. My body. T. Diddy, Alter. T. Titty. T. Diddy. Scheiße, vergessen meinen Kaffee zu trinken, perfekt. Nur halb warm, ey. Theo, 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 Theo. Nein, nein, dann hast du nicht, dann ist es nicht richtig angekommen, was abweichen heißt, so. Abweichen heißt, du spielst trotzdem, wenn du selbst First In eröffnest, deine richtigen Opening Ranges, wie du es im Solver lernst, so. Wenn GTO Wizard sagt, eröffne, keine Ahnung, A6 suited under the gun, dann eröffne A6 suited under the gun. Es geht darum, eher in so Spots, wenn eben die Leute zu loose raisen, die Leute zu loose 3 betten und so. Hier muss ich mir vielleicht ein bisschen Zeit lassen. Das ist so shit. Blocken mit dem König auch noch seine Bluffs. Scheiße, keine Ahnung. Das ist nice hier. Ich glaube, ich call sogar nur. Oh Mann. Er hat Kings und Queens. Weiß nicht. Ah. Die Flush Draws zu blocken ist gar nicht so schlecht. Dadurch hat er mehr Ace Queen, mehr. Er kann hier jetzt einfach Kings haben, aber ich glaube, ich jam. Ja, er hat wahrscheinlich Kings oder Queens. Ja, well played. Ist okay. Das passiert sowieso, ist egal. Bisschen schade, dass wir gerade leider sehr viele Cooler kassieren auf unserer Seite oder gegen uns, aber ist egal, wie es geht. Geht so oder so rein. Vielleicht, keine Ahnung, könnte ich. Die Sache ist, wenn ich Flop check, bettet er Turn und geht River All in.
Wenn ich Flop bette und Turn check, geht er River all in. Er wird es nicht anders spielen jetzt auf einmal. Tatsächlich. Das ist sehr, sehr interessant, weil es auch sehr, sehr entscheidend ist, wie wir Richtung Geld laufen hier. Der Doyle ist halt auf jeden Fall loose genug. Gegen den spiele ich jeden fucking Tag. Es ist sehr interessant, ob ich die Hand nehme. Good luck. Ich glaube, es ist okay. Ich glaube, er jammt hier jedes suited Ass, also Ass 2 suited aufwärts. Die kleinen Paare, jedes King Queen, all die Geschichten. Und ich glaube, gegen die Range performe ich einfach gut. Ich bin mir nicht sicher. Ich hasse es, wenn die Leute dann dieses gut gespielt machen. Weil, keine Ahnung, entweder ist er der Idiot, der nicht weiß, dass es fein ist, so, oder er macht es, um zu provozieren, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich hasse dieses Emote, es sollte abgeschafft werden. Das ist auch, ist okay, dass wir verlieren. Sein Jam ist unendlich schlecht. Under the Gun raised und er jammt für irgendwie 14. Das ist auch so, so geisteskrank, aber was, braucht nichts erwarten in einem 15-Dollar-Turnier. Ist schon in Ordnung. Take the loss. Take the loss like a man and move on. Ja. Ich denke, ich kann den Flush einfach checken. Er hat groß gebettet. Er hat Pocket 5er, Pocket 6er. Ich muss mich gerade noch mal. Oh nein, jetzt habe ich. Oh mein Gott, jetzt habe ich Rack vergessen. Egal. Late Rack im 30er wollte ich gerade noch mal. Habe ich vergessen jetzt. Da hat nicht gereicht. Was würdest du empfehlen, am ehesten zu spielen, Turniere? Ich würde empfehlen, dass ihr alles mal ausprobiert und dann das spielt, was euch am meisten Spaß macht. So, man kann mit Cash Game und Turnieren, man kann mit beiden erfolgreich werden. Das Wichtige ist aber, dass ihr Spaß dabei habt, weil sonst werdet ihr langfristig nicht glücklich. Das ist einfach viel wichtiger. Genau, also probiert beides aus, guckt, was euch mehr liegt. Und dann spielt das.
Ja, dieses 10 Dollar Vegas-Ding bei Ihnen ist natürlich sehr, sehr geil, weil ihr kriegt die volle Auszahlung von den ganzen Eintrittsgeldern. Also jeder, der 10 Dollar zahlt, kommt voll in den Preispool und ihr kriegt trotzdem obendrauf praktisch noch dieses Vegas-Paket. Also das ist mega für den Ersten. Natürlich profitiert nur der Erste nochmal mehr davon, aber das ist ja trotzdem krank, wenn man das hochrechnen würde, die Verteilung, wie viel mehr dann Geld im Preispool liegt. Sonst, ja, einfach kleine Turniere spielen, ausprobieren, nicht zu viel investieren. Es sollte euch auf keinen Fall irgendwie zu nahe gehen, wenn ihr dann, wenn ihr merkt, oh Scheiße, irgendwie der finanzielle Verlust geht mir irgendwie näher, als es sollte, dann wirklich aufpassen. Nur so viel, wie ihr wirklich auch entbehren könnt und so, dass es sich nicht gut anfühlt. Also, keine Ahnung. Wenn's auch, ich weiß, und das klingt auch manchmal, denkt man sich dann vielleicht auch selber und hat dann auch da vielleicht ein Ego-Problem oder denkt so, ja, keine Ahnung. Wenn ihr dann merkt, oh, jetzt habe ich 5 Dollar verloren, dass auf einmal ihr kriegt ein komisches Gefühl im Kopf, euch wird so ein bisschen warm und so, um die Brust, das ist oft so ein Zeichen, scheiße, es tangiert euch doch. So, und dann stellt euer Ego zurück und spielt lieber wieder ein bisschen niedriger so. Und auch wenn es nur, keine Ahnung, nur ein paar Dollar sind oder ein paar Euro so. Es ist ja egal so. Solange es euch, dann ihr euch nicht wohlfühlt, dann spielt lieber wieder ein bisschen kleiner so. Dann nicht euer Ego gewinnen lassen und sagen, ja, das ist ja nicht so viel Geld, ist ja eigentlich egal, sondern, keine Ahnung, mit ein paar Cent anfangen zu spielen reicht auch am Anfang. Du hast dich gerade auf TG Poker registriert. Wie findest du die passenden Turniere für den Start? Du hast in der rechten Seite hast du eine super coole Suchfunktion, wo du die Buy-in-Größe einstellen kannst. Oben in der Leiste gibt es die verschiedenen Formen, die kannst du mal durchklicken. Wenn du einfach mal dich an den Tisch setzen willst und um Geld spielen, dann kannst du da oben auf Hold'em klicken. Moment, ich zeige dir das kurz. Hier oben klickst du hier. Ich habe es auf Englisch eingestellt, deswegen nicht wundern, bei euch steht hier halt Turniere. Hier gehst du auf Hold'em. Zack. Und dann guckst du hier. Das sind praktisch die Blinds. Das heißt, da musst du aufpassen, nicht, dass du da mit dich zu viel. Mindesteinsatz sind 50 Cent. Aber kannst dich auch mit 2 Dollar hinhocken oder 2 Euro. Und dann setzt du dich da mal hin und dann kannst du einfach mal ein paar Hände klicken. Wow. Wow, ist der Shit. Ich jam 19 Uhr im Small Blind und er callt. Mann, wir bricken alles. Ja, furchtbare Session bis jetzt. Furchtbare Session. Das ist einfach ein Jam. Wenn er Overpair hat, hat er Overpair. Hat er wahrscheinlich. Ja, immer, Alter, ist ja krank. Aber wenn wir halt hier jammen und er hat Ace King, Ace Queen, Ace Jack, King Queen suited und Backdoor Straight Draw haben wir auch noch. Ich glaube, das ist schon einfach ein Jam. Wenn er es halt hat, hat das, mein Gott, Alter. Nur ist gerade jetzt echt die ganze Zeit auf die Schnauze zu kriegen, da denkt man sich irgendwann so, ja, okay, wenn er es hat, hat er, aber er hat es die ganze Zeit, dann nervt es irgendwann, aber da muss man einfach lernen, drüber zu stehen. Was selbst mir schwer fällt manchmal. Oh Mann. Muss sagen, das weiß ich nicht hier. Das weiß ich nicht. Gamble. Wie gesagt, selbst das, ich gewinne jetzt wahrscheinlich, ja, aber das heißt halt noch lange nicht, dass der Call gut war. Also das kann auch sein, dass es schlecht ist und ich halt Glück hatte einfach. Nächste sehr schwierige Entscheidung, wo ich einen Screenshot ziehe und nachschauen werde. Wir sind 4 vom Geld, wir sind an sich jetzt letzter, ist alles super nah beieinander. Ich glaube halt, er kann
die Welt jammen hier als Chipleader, deswegen ich glaube, ich muss callen noch. Ja, wir müssen halt die Chance wahrscheinlich eher jetzt nehmen. Ja, schade. GG. Auch noch gegen den wirklich. Oh mein Gott. Ich bin gerade ein bisschen angepisst, muss ich zugeben. Gerade echt ein bisschen angepisst. Ah, oh, Theo, danke für dein Raid mal wieder. Sick. Drei-bettet mich Preflop. Er bettet am Flop halben Pot. Am Turn checkt er auf einmal. Ich check zurück und jetzt bettet er wieder. Das Problem ist, es sonst. Also es macht nicht viel Sinn. Außer halt Pocket Jacks oder so. Jacks machen Sinn. Schlechte Dame, die er drei-bettet, aber welche schlechte Dame? Okay. Das ist einfach underbluffed. Das sind so Phasen gerade. Ich merke es jetzt gerade. Es sind so Phasen, wo es richtig scheiße läuft so. Jetzt sind wir das große 125er gesoft-bubbled, wo der erste auch schnell einfach mal 2,5-3K bekommt, weil der Session schon even. So, wir haben sehr, sehr viele Turniere schon gebubbelt, sehr, sehr viele dumme Hände schon verloren. Und dann so in solchen Situationen, wo es einfach wichtig ist, glaube ich, den Fold zu finden, weil der Spot einfach nicht geblufft wird, so in dem Rahmen wahrscheinlich. Das ist super wichtig, dann sich auf einmal in den Griff zu bekommen und das dann trotzdem zu schaffen. So, das sind eigentlich die Challenges. So, gute Hände haben und mit den guten Händen gewinnen und Geld holen, das ist easy, das kann jeder. Aber wenn es scheiße läuft, so wie jetzt gerade, so, wo wir kämpfen müssen, echt, um jeden Pot. Da ist es wichtig, ruhig zu bleiben und dann trotzdem nochmal zu folden und nochmal zu folden und nochmal zu folden und nochmal zu folden. Ich werde dieses Jahr als Groupier im Casino Salzburg anstreben. Welche Turniere wirst du morgen spielen? Nice. Wahrscheinlich einfach nur das Main Event, denke ich. Einfach das 550er Main Event. Weiß gar nicht, ist interessant hier. So viele interessante Hände gerade, ist unglaublich. Raisen bringt hier nichts, aber Call, denke ich, ist okay mit Herz. Okay, jetzt können wir Check folden. Er hat jedes Set, er hat die Straße, er hat. Ja, er hat Flush Draws, die schlechter sind, aber unsere Hand ist so bad. Dann ausnahmsweise einer der wenigen ganz guten Rivern, aber wir können auch schon tot sein gegen Straße und Sets. Was? Ich check's nicht. Was? Tut mir leid, es gibt ja nur eins. Das war nur als Eis. Hey, ich bin doch noch gar nicht drauf eingegangen. Bis auf gerade. Ich hätte mir gedacht, wir reden mal und vielleicht geht es sich, wenn die Vorbereitung passt, ein Interview führen. Ich verstehe den Zusammenhang gerade nicht, aber klar, Interviews sind gar kein Problem, aber dann schreib mir doch nicht hier im Twitch-Chat, sondern schreib mir entweder irgendwo auf Instagram oder so und dann quatsch oder quatsch mich im Casino einfach an. Quatsch mich im Casino einfach an und frag mich nach dem Interview. So. Ist ja jetzt hier im Twitch-Chat super. Super weird. Gerade sowas. Genau, aber gar kein Stress so. Also können wir auf jeden Fall machen.
An sich, die Sache ist, obwohl es jetzt noch nicht so nice läuft, bin ich eigentlich wieder sehr zufrieden, weil ich habe unfassbar viele Spots schon gespeichert. Das ist immer ein mega gutes Zeichen. Ist wirklich, an jedem Tisch ist einfach nur eine Shitshow und ich schaffe es nicht, Hände zu gewinnen. Ich bin hier Cut-off-Razor, Aggressor. Das Board hittet mich perfekt. Ich bette den Flop, er callt und er leadet den Turn, der nichts verändert. Und das ist auch wieder so. Das stinkt wieder nach. Keine Ahnung, was sind seine Bluffs? Oh Mann. 7, 8. Suited, flattet er da. Ich check den Flop. Check den Flop. Was hat er? König 10. Er kann halt hier so viel bluffen. Das ist echt das Problem. Klar, er hat 5, er hat 6, er hat wahrscheinlich Ass 5, Ass 6 und Ass Bube. So. Aber er hat auch 7, 8. Er kann König 10, er kann Dame 10, er kann König Dame haben. Und ich unblock die alle. Meine, die Beikarte ist richtig gut, die 9. Die 9 ist Weltklasse zum Haben. 7, 8, ja. So. Ich block keinen seiner Bluffs. So, und seine Bluffs bestehen eben aus 7, 8, Dame 10. Also ich will keine 10 in meiner Hand haben, ich will keine Dame haben, ich will am besten keinen König haben. Ich will keine 7, ich will keine 8 als Beikarte haben. So. Wir gehen natürlich nicht all in, weil er foldet dann halt, auch wenn er nur noch 0,4 hat. Ist ja absichtlich, dass er das so sized. Happy, Servus. Sehr sympathisch, man kann viel lernen, ich danke dir. Das ist schwierig, weil er kann hier, er wird hier 100% seiner Range limpen, denke ich. Könnte man hier all in gehen, aber wir können nicht für eine 25 $ Bounty 70 Blinds riskieren, das geht nicht. Wenn ich es gerne würde. Peppi, danke für 50 Biddies. Ich danke dir. Danke dir, Thomas, danke dir. Ja, geil ist nicht. Wir werden von nicht vielen schlechteren Händen gecallt, aber ist trotzdem Jam. Hier mussten wir folden. Was auf Discord gepostet. Sehr gut, ich schau gleich rein. Und irgendwie die beiden sowas Winning-Szenen. Nein, das schreibe ich nicht auf, weil das ist zu viel Aufwand und lenkt mich zu sehr ab. Ist auch wirklich an sich. Ich, wie gesagt, ich habe hier auch eine Vorbildfunktion. Oder ich habe. Ich möchte eine Vorbildfunktion sein. Und es ist wirklich einfach wichtig, dass. Und ich weiß, das ist immer das Interessanteste. Oh, wie viel Buy-ins, wie viel Cash ist. Geld, Geld, Geld. So, es geht immer nur um Geld. Aber es ist so fucking hinderlich, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Weil das Wesentliche ist einfach gut zu spielen. Die Swings sind so unbegreiflich hoch. Es ist so dumm. Es ist wirklich dumm, sich dann auf einen Profit oder Minus von einem Tag oder von einer Woche oder sogar von einem Monat zu konzentrieren. So, es ist leid, ich leider habe ich keine Statistiken, aber ich würde so gerne euch mal die Schwingungen der letzten 4 Jahre zeigen. So. Es sind monatelange Phasen, wo es bergab geht. So, und dann gibt es auch wieder 2 Wochen, wo man alles gewinnt. So, und das ist völlig normal und deswegen ist es völliger Bullshit, da irgendwie aufzuschreiben, wie viel ich up oder down bin. So, oh, läuft ja gut für die Session. Es ist völlig egal, wie es läuft. Es geht immer nur darum, dass ich gut spiele, so, dass ich gute Entscheidungen treffe. Es ist völlig egal. So. Und das ist auch das, ich kann es auch nicht mehr hören, immer dieses. Ich kann es schon hören, so. Ich höre es. Danke, danke, danke.
Results. Oh, dann nehme ich mal an, da war ein guter Result, sehe ich gerade. Ja. Dritter im 85er. 1416. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch und danke für den Support. Danke dir vielmals. Für die großzügige. Für die Großzügigkeit. Und die drei. Schmutz. Mann, Mann, Mann. Kann man da nochmal nach Spin and Go spielen auf Dauer? Boah, das ist mega tough. Das habe ich noch. Ich habe es noch nie wirklich ausprobiert, deswegen kann ich mich dazu jetzt nicht konkret äußern. Aber es sollte sehr tough sein und nicht so leicht. Also aufpassen. So, naja. Das ist dann schon auch wieder das Schöne an dem Stream, selbst wenn es wirklich so unterirdisch läuft wie jetzt, bis jetzt, wie gesagt, ist auch wieder nur kurzfristig gedacht und eigentlich völlig irrelevant. Aber dann ist es auch schön, weil dann haben wir oft den Stream und dann kommt irgendwas Schönes im Stream. Ob das jetzt Gifted Subs sind oder eine schöne Nachricht, das ist doch immer schön. Halber Startstack, seine Bounty, was sind das? 2,5k. Wir kriegen fast genau 2 zu 1 dann mit Bounty. Da müssen wir fast jedes Ass callen. Auch potenziell nochmal Stack aufbauen. Glaube, im Bounty-Turnier ist das gut. Da. Aber wir sind natürlich eigentlich immer hinten. So, oder fast immer hinten. Manchmal hat er King Queen und King Jack suited und sowas noch. Aber wir sind halt meistens alive und keine Ahnung, gegen Ace King können wir die 3 hitten, gegen Pocket Könige können wir das Ass hitten, gegen Achter auch. Manchmal noch vorne gegen King Queen, King Jack, aber es geht gar nicht darum, ob wir vorne sind, sondern ob wir genug, ob die Pot-Odds gut genug sind. Und es somit trotzdem profitabel ist, auch wenn wir natürlich immer hinten sind, falls wir, also wenn wir callen. Leider echt ein bisschen wenig Turniere. Jetzt kommen zwar nächste Stunde noch ein paar. Hoffentlich überleben wir hier auch mal noch bei ein paar von den Dingern hier. Mal gucken hier. Hey Rob, danke für dein Prime auch noch. Vielen Dank, Rob-Fan. Mit dem ersten Monat. Erster Monat ist wichtig. Willkommen, willkommen. Geil, ey. Gut, einfach immer positiv denken. Positiv bleiben, positiv denken. Genau, wir holen uns den nächsten Kaffee. Bis gleich.
Was ist passiert? War schon wieder die Connection weg. GG-Poke ist zugegangen. Alter, was ist heute los? Es ist ja furchtbar. Oh Mann. Leute, ganz ehrlich, ich bin extrem am Überlegen, ob ich die Session, also ob ich die Tische zu Ende spiele. Ich glaube, das wäre klug, weil ich glaube, das mit dem Internet ist echt, das könnte mich echt noch mehr Geld kosten, als mir lieb ist. Ich glaube wirklich, dass ich mich jetzt abmelde für alles, was ich jetzt hier eigentlich schon gepreregt habe. Wir spielen die Speedracer noch, wir spielen das Turbo noch. Aber zum Beispiel halt so ein Zodiac Main, das geht ja bis 9 oder so. Ich glaube, das. Ja, ich glaube, ich werde es so machen. Ich werde nur noch Turbo spielen. Weil das ist echt zu krank so. Ich habe wirklich alle 20 Minuten bis halbe Stunde einen Internetabbruch. So, das ist leider. Das Problem ist so, an sich habe ich genug Erfahrung, dass mich das jetzt nicht mehr so. Dass mich es emotional jetzt nicht mehr mitnimmt, weil ich halt weiß, okay, es kann passieren, passiert halt ab und zu mal. Aber ich merke halt, dass es ablenkt, so. Und das ist halt, das ist was, was ich, ja, denke ich, was halt dann trotzdem noch mal ein negativer Punkt ist, so. Also, dass es passiert, ist fein, aber es lenkt halt auch einfach ab und ist deswegen halt super, super schlecht. Weil es ist jedes Mal wieder sich neu reinfinden. Und weg ist er, stand auch wieder, ja, okay. Sorry. Also auch genau in der Pause passiert es sick. Ja, Leute, also wie gesagt, wir haben noch genug Turniere. Es wird bestimmt noch 2, 3 Stunden gehen, der Stream, aber ich glaube, es ist Quatsch, jetzt noch mehr anzumelden, was mich so krass ablenkt. Ja, und dann ist es so, dann haben wir ein bisschen weniger Tische, dann quatschen wir gemütlich. Ich glaube, das kann auch schön sein. Wie gesagt, keine Ahnung, wenn wir das 50 Stack gewinnen, dann dauert es auch noch ewig. Oder das 85er oder das 108er. Wir sind ja überall noch dabei. Die haben ja schon alle angefangen. Hier nehme ich ein kleineres Sizing, weil das oft schon reicht, wie man sieht. Ach Mann. Ja, dann machen wir heute halt mehr. Kann ich mehr erklären, mehr quatschen, ihr könnt mehr Fragen stellen. Trinken jetzt gemütlichen Cappuccino. Meine Freundin hat mir Cappuccino gemacht mit Hafermilch. Hafermilch, dass es hier keinen Unfall gibt. Scheißdreck, ey.
It. Passt. Snapcheck. Er hat zu viel, Kreuz. Zu viel Kreuz hat er. Ja, ich habe auch schon gerade mit meiner Freundin gequatscht, die hat auch gesagt, sie überlegt schon, dass sie jetzt zur Telekom mal fährt. Oder zum Magenta oder was weiß ich. Was das ist gerade. Ist auch wirklich fast so. Da merkt man erst, wie stark man davon abhängig ist. Das finde ich immer so interessant, dieses. So, und ich hasse das irgendwie komplett von irgendwas abhängig zu sein. So. So, weil klar ist auch so, wenn man halt guckt, so, ich habe mir auch gerade so mit meiner Situation eigentlich eine sehr, sehr geile Situation erarbeitet. In Bezug auf. Boah, das ist so scheiße. Seine Bluffs sind halt kleine Paare. Achter, Siebener. Mit Pik wahrscheinlich. Weiß halt nicht, gegen ihn muss ich die Hand vielleicht callen. Ich block. Block die Straße. Interessanter Spot so. Also gegen die meisten Gegner kann man das Snap folden. Bis halt überlegen, er wird hier niemals Ace King jammen. Ist halt auch schwierig. 11 Sets. Zeig mir Achter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie jammst du da Ace King? Bist du komplett lost in deinem Kopf? Meine Hand ist die einzige schlechtere Hand, die da callt. Fuck me, ist der dumm? Der Ace King dann auch jammt, ist mein Call unendlich schlecht, aber das ist halt ja komplett geisteskrank. Okay. Nee, wobei. Am Flop, ich checkraise nicht die Straße. Ja, ich checkraise. Nicht mal 2-Pair checkraise ich. Vielleicht checkraise ich Sets, ja. Zehner und Buben. Neuner habe ich nicht. Ich habe auch Flushes. Die check ich am River auch. Was? Acht? Also eigentlich, so wie es gerade ist, ist es wirklich. Aber es gibt auch so Phasen, es ist egal, was ich mache, es läuft komplett, es geht alles nach hinten los. Es gibt auch so Phasen, das ist leider manchmal so. Das ist auch schon interessant. Ich weiß, es sieht so aus, hey, er jammt da, klarer Fold, King 10 Offsuit. Das Problem ist, die Bounty ist so viel wert, er jammt hier jedes Paar und auch wenn wir folden. Wir sind im Small Blind, wir haben von denen keinen mehr covered. Ich glaube, King 10 ist hier sogar ein Call in dem Szenario. Die Speed Racer sind ganz verrückte Scheiße. Also, wir wissen natürlich, dass wir super oft hinten sind. Und selbst wenn er ein Ass hat oder so, das ist auch was Best Case. Also, das erwarten wir. Erwarten gar nicht, dass er Queen Jack hat. So. Dass wir vorne sind gegen die Hand. Aber keine Ahnung, er wird da halt auch. Jedes Ass soll hingehen, also Ass 2 suited bis Ass 9 und da haben wir halt zwei Overcards zu 9 und performen super gut. Plus ja die Bounty ist im Spiel. Also sehr, sehr interessante Hand. Ich glaube, es ist okay. Es ist knapp, aber ich glaube, es ist fein, weil die Leute jammen da wirklich genug.
Ja, wie gesagt, es ist halt so ein bisschen so, das bisschen hindert mich irgendwie da oder darum zu kümmern. Die Sache ist, ich bin ja nur zu Gast bei meiner Freundin so und ich bin ja die meiste Zeit eh in Österreich. Und da habe ich eine Top-Internet-Verbindung, da ist alles klasse so. Da muss ich mir gar keine Gedanken machen. Aber vielleicht rede ich mal mit meiner Freundin, die muss da vielleicht auch was tun, weil für sie mit ihrer Arbeit ist es auch scheiße. Sie will ja auch eine gute Internetverbindung. Auch zum Netflix gucken und keine Ahnung. Genau. Hafermilch ist so eklig, haben wir bei der Arbeit auch ab den Kaffee dann weggeschüttet, weil er extrem nach Arsch geschmeckt hat. Ja gut, ist halt. Genau deswegen trinke ich es ja. Weil es nach Arsch schmeckt. Ich stehe auf Arsch. Nein, Spaß, okay. Es wird zu extrem, Alter. Ich raste aus. Was ist hier los? Mein Gehirn funktioniert nicht mehr. Hab dann wieder einen normalen Kaffee mit rumgetrunken. Genau so wie es sein muss, ja. Moin, Pille. Soja Sören und Mandelmilch Mara, kennt man ja. Bin der Soja Sören. Der Mandelmilch Manfred. Das Geile ist aber, das ist so ein Vollautomat. Das ist so eine infinite teure Maschine, wo du einfach anschließen kannst und dann macht das das automatisch. Ja, okay, ich spiele gerade auch nicht so gut. Ich muss mich mal wieder ein bisschen konzentrieren. So, Daily Turbo 20. 10 Minuten. Wir müssen jetzt das Beste drauf machen. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Wir müssen jetzt wieder gut spielen. Könnten wir mal Bluff 3 betten? So viel wie der Raised. Der Raised gar nicht so viel, der Flat Called viel. Okay, dann folgen wir doch. Frage ist auch das 129er. Das geht halt nur 4 Stunden 50. Es ist eh nicht so profitable. Wir melden es mal ab. Wir melden es mal ab. Dann geht das 108er 6 Stunden. Hat aber früher angefangen. Okay. 85er, auch 6 Stunden. Ja, wir lassen es wirklich bei Turbos.
Turbo und Speed Racer und Hyper Turnieren. Bisschen schade, weil ich schon noch eigentlich eine geile Session spielen wollte, bevor es dann nach Salzburg geht, aber passt. Ich wie bei Telekom Hybrid-Router, da muss ich mich mal informieren, was das ist. Ist auch so ein Spot, wenn ihr so deep seid, 200 Big Blinds deep, dann race da groß genug. So, das sind oft einfach Freizeitspieler, keine Ahnung, wenn die 7, 8 suited haben und callen wollen, dann callen die so. Dann callen die 11 Big Blinds, dann callen die aber auch 15 Big Blinds. So, das ist auch nochmal ein Sizing, wo sie sich vielleicht eher reinleveln, dass ihr Ass-König habt, dann performt 7, 8 suited nochmal besser, bla bla bla. Genau, Sets sind möglich, aber ansonsten sehr guter Flop. Ich denke, wir fangen einfach an mit einem Drittel. Auch hier so, wenn man dann denkt, ah, scheiße, hätte ich vielleicht doch checken sollen. Nee, so. Wenn die hier eine 10 haben, dann folden die nicht. Wenn die hier folden, dann heißt es, die hatten halt keine 10. Wenn die Pocket 9er, 8er, 7er, 6er haben, folden die am Flop auch noch nicht. Wenn die Ass 5 in Herz haben oder in Peak, also Middle Pair, Backdoor, Straight Draw, Backdoor, Flush Draw, folden die auch nicht am Flop. Deswegen bettet den fucking Flop und holt Value. Wenn sie folden, dann hatten sie es eh nicht. So. Nicht traurig sein, wenn sie folden. Bluff 3 Bet. So, das ist okay. Ihr müsst trotzdem verdammt nochmal betten. Ich heiße Manfred, aber trinke keine Hafermilch. Ist ja auch Mandelmilch, Manfred. Ich glaube, das ist bei allen Kaffeemaschinen so, also dass man die anschließt und dann Kaffee rauskommt. Natürlich mit der Milch gleichzeitig. Ich habe es wahrscheinlich falsch formuliert. Ich glaube, du bist noch im Fiebertraum, Michel. Fiebertraum kickt rein. Pille, danke für 32 Monate. Oh, Baby. Beautiful. Bald haben wir die 3 Jahre voll. Wahnsinn. Wundervoll. Lev. Das ist close in den Positionen. Sag nur was, das mache ich nicht immer. Das mixe ich einfach rein. Ab und zu, ganz selten. Der hat jetzt noch keine Stats, aber ich weiß, dass der sehr, sehr loose ist eigentlich. Da genug Open Race, dass der dahinter aufwacht, ist natürlich scheiße.
Okay, wir haben das Ass. Alive! Ass kommt. Hier, wir flatcallen. Sein Race. Jetzt kommen wir auf jeden Fall auch. Wir drawen ja zu den Nuts. Dieser Django hier, der jammt die ganze Zeit schon direkt all in. Ich glaube gerade Blind vs. Blind, wenn wir ein Ass haben. Also seine Range ist natürlich deutlich loser. Oh, guck mal, Traumkarte. Ich glaube, jedes Ass müssen wir einfach callen. Der jammt jede Hand all in hier fast. Wow. Oh Mann, der ist gerade jede fucking Hand hat er reingeballert. Und jetzt hat er fucking Zehner gegen mich. Tja, ich sag ihn aus. Saki Saki. Denn. So, er callt schön unser Overbet. RIP. Maltime. Maltime. Schade. Race, Call. Was ist das für eine 3-Bet? 3-Bet ist 50% seiner Hände. Okay, dann geht die Hand rein. Good luck. Ah, fuck. Er hat jetzt, ihr müsst überlegen, er hat von 13 Händen 50% gedreibettet. Oh my fucking goodness, was ist denn hier los, Alter? 8 9 Dann Wecker, ich glaube, für ein Turbo-Turnier. Er hat von 13 Händen einfach 6 oder 7 gedreibettet. Ich denke, da passen 8er dann. Ist der dahinter King 10 O-Call, das ist natürlich geisteskrank, aber. Nehmen, nicht schämen. Halt immer so scheiße, so jetzt. Jetzt läuft wieder eine halbe Stunde das Internet wunderbar. Jetzt denke ich mir wieder, ja gut, anmelden. Ich weiß es halt nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist halt eher der Gedanke so, wenn es reicht ja schon, dass jede halbe Stunde das Internet ausfällt und wir dadurch jedes Mal an jedem Tisch zwei Hände folden. Wegen Timeout. Dann ist es so, dass mich, keine Ahnung, lass es 6 Tische sein und jede Hand kostet uns im Schnitt $2. Dann sind das $12 bei einer Hand, dann sind das jedes Mal, wenn wir ein Timeout haben, sind das $24, die wir einfach so verlieren. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben heute noch, wir hatten ja jetzt schon irgendwie 4 Internetausfälle oder so. Vielleicht ist es sogar weniger, aber es ist trotzdem. Selbst wenn wir jetzt, keine Ahnung, sagen wir haben noch 4 Internetausfälle, bis wir diese Session beenden. Und die kosten uns $100, das ist halt crazy. Nehmen wir an, ich habe einen Return Invest von 10%, ich habe $2000 Buy-ins. Dann ist mein Return Invest für die Session sind $200. Wenn ich dann $100 durch Internetausfälle verliere, ist der Return Invest einfach schon weg fast. Vielleicht ist es ein bisschen weniger, was wir verlieren, aber... Trotzdem echt scheiße. Hast du nicht Angst, dass andere Spieler wissen, dass du live bist? Ich habe eine 4-Minuten-Verzögerung eingebaut. Das heißt,
Mir kann absolut nichts passieren. Ja, meine Freundin sollte hier auch Glasfaser bekommen, hat sie erzählt. Und dann ist die Firma einfach pleite gegangen. Ist auch geisteskrank. So, schon angemeldet, Dokumente ausgefüllt, bla bla bla. Und dann geht die Firma einfach pleite. Wahnsinn, ey. Zehn? Ah, oh Mann, da wird man wütend gleich. Ich könnte reinschlagen, ey, wenn so viel Scheiße auf einmal passiert. Was sind hier die Blinds? Ich spiele sehr, sehr viele verschiedenen Tische und verschiedene Turniere gleichzeitig. Deswegen ist es überall unterschiedlich. Er hat nie ein Set hier, weil die Sets wird er nicht mitlimpen. Die sind zu stark Preflop. Er hat, wenn, dann irgendwie Queen 10 oder so. Queen Jack ist geisteskrank. Okay, einfach nur keine 9. Für eine weitere Bounty und einen guten Stack. Daily Deep Stack 20, Gelatewacked. Gelatewacked, geleckt. Was ist das Preisgeld? Gleiche Antwort. Es sind sehr viele unterschiedliche Turniere. Du siehst immer oben links, was der Einsatz des Turniers ist. In dem Turnier zum Beispiel sind es $20 Einsatz, in dem auch. In dem sind es 32,10, in dem ist der Einsatz auch 32,10, in dem ist es 108 der Einsatz, in dem ist es 40 und in dem ist es 85,50. Also wir spielen gerade 7 Turniere gleichzeitig und natürlich ist in jedem das Preisgeld anders. In jedem der Turniere. Und ich werde nicht das Preisgeld zeigen, denn in 7 Turnieren das Preisgeld zu zeigen, ist einfach zu viel Ablenkung. Wir sind in keinem Turnier bis jetzt auch relevant weit, dass es irgendwie interessant wäre, das Preisgeld sich anzuschauen. In fast jedem der Turniere gibt es aber $1000 oder mehr. Hey, und der River wieder rettet uns.
Erste mit dem größten Stack. Ich denke, gegen den Rest können wir eh nicht Race folden. So, hier auch eine Hand. Hier kriegen wir einen Call. Ist definitiv eine Situation, wo er manchmal callt, aber oft auch blufft. Okay. Hier brauchen wir ein Herz, ein Bube oder ein König oder eine 10, um zu gewinnen. König oder 10 ist noch möglich in Karo. Schade. So, Pocket 2er hier. Ja, Hendrik, das stört mich. Ich weiß, ich habe vorher schon auch darüber geredet. Es ist... Ja, es ist... Es ist zu viel Aufwand, es geht mir auf die Eier, es ist einfach auch nicht zielführend. Ich weiß, es ist trotzdem interessant für die meisten, aber wie gesagt, es führt viel zu sehr zum ergebnisorientierten Denken und das ist auch genau das, was ich hasse oder was ich nicht vermitteln möchte. So, jetzt haben wir wieder den nächsten Internetausfall. Großartig. Langsam tiltet es mich wirklich, ey. Wollte ich eigentlich Conti betten. Oh nice, hier Double Knockout, zwei Short Sticks. Er min-raced mich hier. Okay, call. Double Check? Irgendwas stimmt hier nicht, ich call. Ja, das ist full of shit, Alter. Let's go. Er wird so wenig starke Hände double checken. So wenig starke Hände, die er zweimal checkt und dann Checkraise macht auch wirklich gar keinen Sinn. Ja, ich denke, eine 10 wird er immer selbst betten und solche Geschichten. Ja, vielleicht muss ich echt so einen Hybrid-Router mir organisieren. Hier, da er so viel erhöht und so viel Scheiße haben kann, wollen wir Asse auf jeden Fall nur callen im Big Blind und praktisch eine Falle stellen. Da ist er, oder? So.